Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Wir werden schon wieder angegriffen, wie man im Hintergrund sehen kann. Siehst du das da hinten? Fackelmann. Da. Wir werden angegriffen. Es scheint, jetzt muss ich nochmal kämpfen, obwohl er ist weggerannt. Wir können auch nicht schlafen und da kommt ein neuer Typ. Deswegen müssen wir jetzt erstmal die Nacht irgendwie wahrscheinlich umkriegen. Was steht denn schon wieder hinter der Mauer? Wir müssen die Mauer nutzen. Ach, Kacke, Rubel ist gerade kurz. Was tut das da? Ist das Taschenlampe oder was ist das? Feuer? Ne, ist eine Fackel, ja, okay, ich seh's. Oh, da kommt er nicht kurz. Ist mir kalt. Das Wasser. Wir bleiben erstmal hier. Wir bleiben hier und ruhen uns aus. Ich esse getrocknetes Fleisch. Mensch, ich bin Hunger. Vielleicht kommt er ja zu mir gerannt, weil ich hier an der Mauer stehe. Ha! Vollidiot. Voll eingerannt? Ja. Ich habe keinen Stock mehr. Ich würde mich nicht da hinstellen, um die Falle zu reaktivieren. Da kommt wieder einer. Okay, hat schon erledigt. So, ich nehme ihn mal mit, ne? Kannst den nächsten gleich abnehmen. Wir müssen unsere Basis auf jeden Fall mehr verteidigen. Obwohl, ich bin der Meinung, wir sollten langsam mal durch die Gegend ziehen. Wir müssen mal die Sachen erkunden, was wir hier noch finden können. So, ich mache jetzt erstmal Rüstung. Ich kann den Körper nicht aufheben. Echt nicht? Liegt das jetzt vielleicht daran, dass ich Stoff gerade auf dem Ding drauf habe? Hab da kommt Stoff einer, da kommt einer, da kommt einer. Hinter dir, da in die Richtung. Ne, der hängt fest, der ist gebackt. Ich schalte nach links, also das war schon wieder extrem knapp. Komm, lass mal gehen. Das Problem ist, wenn wir hier drin stehen, könnte es passieren, dass wir drauf gehen. Warte mal, ich probiere ja, den mal jetzt noch. Ey, du! Du Sau, ich mach fertig. Ne, der macht die Mauer gerade kaputt. Da ist noch mehr. Noch drei. Der hat mir richtig gegeben. Kurz mal zurück. Warte mal. Ach, scheiße. Die ist rübergesprungen. Die hat sich ausgetrickst. Ach, scheiße, der. Wir müssen mal kurz zurück. Ich brauch Heal. Okay. Ich mal weiter. Eines, beide sind tot. Einer lebt noch. Jetzt wieder mal durch die Falle. Zwei. Jetzt mach ich mal hier den. Ich renne nicht durch die Falle, Typ kaputt. Komm, Unterstützung. Noch mehr. Noch mehr. Ja, aktiviere mal die Falle irgendwie. Ja, ich den tote. Okay, schneller. Holen. Das ist schlecht. Hol ich mal schnell Stöcke. Oh mein Gott. Wie schnell lang brauchst du die doofen Stöcke? Die hab ich ausgetrickst. Okay, du reaktivierst. Ich stell mich vor die. Ich blocke. Drei Leute, vier Leute, ne, drei. Vier Leute, fünf Leute, sechs Leute. Wir sollen ein bisschen zurück. Komm her, mein Freund. Er ist rübergesprungen. Sollten wir kämpfen? Ich weiß nicht. Du reaktivierst gerade, ne? Ein bisschen schneller. Okay. Komm mal hier weg. Die ist drin. Ja, okay, komm mal weg. Oh mein Gott. Alter, die backt immer nach oben, Mann. Sorry. Wie geht's dir? Ich bin fast tot, aber egal, der Mann ist fertig. Ich schlag mal auf die ein. Oh, Alter, fuck. Die hab ich grad. Ich hab mir umgelegt, Alter. Was ist das? Jetzt haben wir sie. Warte mal. So, hier liegt noch, hier ist noch. Ich hoffe, dass die in so eine Falle reinläuft. Na, hier ist. Die machen ziemlich viel Schaden an der Wand. Nee, egal, egal, jetzt noch nicht.
Jetzt erstmal die hier wegmachen. Okay, die ist hinüber. Ich nehme den Hammer, ich repariere. Ja. Du musst kurz nochmal Healing fressen. Ich muss auch healen. So, warte, ich hier mal kurz. Nee, ist falsch. Baut demnächst eigentlich was. Warte, wir mit dem Feuer. Oh mein Gott. Ist er verbrannt? Ist er tot? Nein, er hat die Falle ausgelöst. Und er ist nicht gestorben, ich bin gestorben in der Falle drin. Das ist absolut OP gewesen, Alter. Absolut OP-Move, Alter. Er brennt. Oh, der ist ganz schön aggressiv, der ist wütend. Seine ganzen Freunde sind, glaube ich, tot. Lass mal sich mal schlagen, lass mich schlagen. Okay, ich glaube, der müsste tot sein. Da kommt der nächste. Also Stöcke, bau die Fallen wieder auf. Er lebt immer noch! Ich bin schwer verletzt. Ich auch. Rückzug. Fuck, der hat mir nochmal gegeben. Fast kein Leben. Schlag ein. Ach, wegen Kälte oder so wahrscheinlich. Felix? Ja. Nicht ins Wasser. Ja, ich bin ja tot. Ich schicke mich wegen Kälte. Kurz zum Feuer. Ich bin auch fast tot. Ich möchte ja gern healen, aber naja, ich würde ihn eigentlich erstmal töten hier. Der hat mir nicht gegeben. Die ist rumgekommen. Der ist rumgekommen. Sein Mate. Lass mal weggehen, hinter die Fallen oder so. Ich trinke mal schnell was. Okay, der ist nah am Feuer. Warte mal, hat etwas Glück, könnte rein. Deine ist vielleicht reingerannt. Jetzt haben wir ihn. Das tut. Nee, okay. Kein Körperzeichen da. Schnell. Ich habe mich geheilt. Ich schiebe mich gleich nochmal. Was machst du? Ich muss vor ein bisschen anzünden. Nein, damit das schneller wärmer. Festgestellt jetzt in der Achso. Ich will jetzt erstmal gucken, wer hier draußen noch ist. Keiner mehr. Wir brauchen ganz viele, du weißt schon was, Stöcke. Wir können so schön Rüstung bauen, denke ich. Wir brauchen erst noch Dings, ne? Ich hab 30 davon. Ich bring dir mal ein paar Leute. Ich mach die leicht. Es hat nochmal Geschwindigkeit verhöhlt. Federn. Federn. Ich hab schon noch Federn. Du kannst alle dafür verwenden. Ich habe eigentlich genug für die Dings. So. Ich gehe mich mal kurz waschen. Jetzt gehe ich raus früher. So. Wie lange brauchst du gerade noch? Ich wäre dankbar, wenn du vielleicht mal die Fallen reaktivieren würdest, während ich die Leichen einsammle. Sofort. Das ist nämlich schon ein paar. Viele. Vielleicht sollten wir wieder Füße anhängen. Wie haben wir davon noch? Ja, wir machen mal ein paar Füße hier hinten erstmal. Ich will so. Trotzdem schon mal die ganzen Leichen rein. Geht wenn man Schaden erhöht? Ja. Langsam gar nichts. Aber kann man Geschwindigkeit erhöhen und den Schaden gleich lassen dann wieder? Müsste eigentlich alles klappen. Irgendwie. Ja, nicht genug Federn jetzt. Und das echt alle irgendwie fehlen hier noch ein paar. Denke ich. Willst du die Hälfte davon aufhängen? Na, die ich gerade hier hinhau, die möchte ich gerne zerhacken am Bein. Weil das Bein ist ja das beste Stück vom Mensch. Hat ein kluger Mann mal gesagt. Hast du die Falle auch im. Ne, hast du nicht. Ah, hier liegt noch einer irgendwo, ja hier. Den hat's echt erwischt da durch, oder was? Geil. Du kannst dir nochmal.
die Fallen sind wohl nicht alle angehittet. Ja, das mache ich noch. Jetzt muss ich auch noch mal die Dings reparieren. Da kommt wieder einer, oder? Ne, jetzt bist du. Gut. So, ich verarbeite jetzt erstmal die Füße. Fuß Nummer 1. Der ist eh komisch ausgerenkt. Den müssen wir eh chirurgisch entfernen. Und Füße hinhängen. So, warum hast du deine Füße in dem Sand? Warum stecken die denn im Sand, mein Freund? Ja, da kommen noch mehr. Du meinst, dass das Ende war? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, da kommen noch Leute, die sich nicht so einfach von Mauern und Fallen abhalten lassen. Und wenn die kommen, müssen wir drauf vorbereitet sein. Essen. So. Mal Fallen wieder hier. Und dann. So, den Rest hauen wir drauf. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Was nimmst du? Ich trinke einen Schluck. Achso, kannst du machen, die sind komplett voll. So, jetzt wollte ich noch das gerade machen. Ach ja, ich wollte ein Stück für deine Wegwürden eintun. So, warte mal, die haben wir jetzt alle fertig. Es wird schon wieder Tag, haben wir jetzt komplett die Nacht durchgemacht, durchgekämpft. Ja, nicht ganz, aber ich wollte mal schlafen gehabt. In der Folge, glaube ich, letztens. Ja, aber die Sache ist, die Nacht prinzipiell, den Kampf, macht die Rüstungen. Die hellen kann ich essen, aber die dunklen kann ich essen, das kann ich nicht essen. Du kannst die dunklen essen. Guck mal, ob das Fleisch, ob da... Oh, nein. Hast du Schaden gekriegt? Ja, hab ich. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil... Vielleicht bist du noch nicht zu sehr beinlastig. Da hast du noch nicht genug Beine gegessen. Muss man genug Beine essen? Nee, dass du vielleicht verrückt wirst und dann kannst du Beine essen. Wie viel hast du gegessen, bis es ging bei dir? Keine Ahnung. Fällt mir bloß ein, weil ich schon oder vorgegessen habe. Da hinten ist ein Typ mit der Fackel. Hilf mir mal. Ja. Müssen wir denn jetzt echt schon gehen? Ich wollte gerade noch erst Rüstung machen, bevor wir uns schon damit irgendwie anlegen. Das sind drei Leute! Jetzt kommen die von der anderen Seite. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er von solchen Seiten nicht kommt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbst so auf die Mauer hitten, weil wir machen den meisten Schaden an der Mauer. So, ich hab einen. Warte mal, versuch mal nicht direkt den Angriff zu suchen. Da kommt der andere Typ wieder. Was? Der hat dich down gemacht, ne? Ja, die geht mir jetzt nämlich schon noch falsch durchschießen, warum? Der ist ja weggeflogen. Warte, ich rette dich gleich. Die ist down. Soll ich noch nicht so viel bewegen, der alte Typ hier. Weil ich einfach schon wieder übel viel Leben habe eigentlich, weil ich den erhält habe. Wegen Medizin. Warte mal. Wie viele Pfeile hätten der aus? Jetzt hab ich ihn. Warte mal, schon mal kurz die Pfeile looten, bevor ich zu dir komme, weil da stecken um die 6 drin. So, jetzt belebe ich dich wieder. So, der Zahlen gehört übrigerweise mir und die Pfeile hier von ihr auch. Ach Gott. Ich verstehe nicht, wie hat der, wie kippt der mich denn durch die Blockade? Vielleicht ist das keine Blockade, die einfach nur blockiert, sondern auch, du weißt schon, was macht. Oh Scheiße, die Knochen sind weg. Alle, die wir gebrannt haben, sind gerade weg. Aber egal, wir haben trotzdem genug. Mach dir Knochenrüstung. Hast du viel Stoff? Da hast du nicht so viel, ich habe um die 30. Die Rüstung ist halt wirklich hilfreich. Schon wieder. Was? Ich kann, da hinten ist genau. Wo ist sie schon wieder? Ein
Da seid ich mal wieder. Ach Gott, hier geht mir alles so auf die Säcke. Ja, schon mal kurz ein bisschen Rüstung, dann töten wir die. Ja, der hat auch 17 Stoff, entspannt. Ist der zerfallen? Ja. So, ich repariere jetzt erstmal die Mauer, bevor wir gegen uns kämpfen, weil es geht mir um, sagt, dass ja alles angedamaged ist. Ich habe das Dreier gebraucht. Okay, ich esse erstmal was. Machen wir jetzt mal, ich mach mal drei Teile. Ich probiere nochmal. Ich nehme mal. Ich nehme jetzt hier so ein Bein. So ein getrocknetes. Ja, ich kann es mittlerweile essen. Also, eine Chance hast du jetzt genommen. Ja, ein Bein. Einfach ein schwarzes Bein. Komm, ich da umgehe. Ich glaube, jetzt kann ich essen, also. Ich habe gerade eine Hochschaft bekommen. Minder Kannibalismus hieß es. Ja. Dann werden wir jetzt Kannibalen sein. Wir kriegen dadurch keinen Schaden mehr. Ach, das sind schon wieder zwei. Sind die hier schon dunkel, die zwei Beine hier? Die sind schon dunkel, die hier? Ja, ja, ja. Mensch, das mal was. Oh, scheiße, wenn du schon wieder was isst. Ich habe schon Schaden bekommen. Echt? Ich krieg nur noch keinen Schaden von. What the fuck? Du bist halt keiner, der das essen kann. Du bist halt ein normaler Mensch. Mir geht schon wieder auf den Sack, dass es schon wieder welche davor stehen. Ja! Ich hab wieder Durst, ey. Ich verliere halt übelst viel Durst. Also Wasser. Oh. Wir haben den Toten. Ich will mal Fleisch essen, Alter. Ich hab immer noch Hunger, Alter. Ich will aber nichts. Nein, ess was. Oh Gott, Alter. Ha? Ihr brennt gerade wieder einer, ne? Wir müssen definitiv demnächst loslaufen. Wir können nicht die ganze Zeit hier rumhocken, das bringt nichts. Sie kommen immer wieder. Und wir müssen uns langsam was holen, um die wirklich zu bekämpfen. So geht das nicht, wie wir gerade hier arbeiten. Wir werden hier ständig angegriffen und sind hier gerade nur beschäftigt, die Leute zu töten. Das war gerade bei mir. Ich kann jetzt, hab ich's. Was ist los? So, ich muss noch mal was trinken mittlerweile. So, ich rüste mal die Axt aus, dann gehe ich mal kurz waschen, mich waschen. Jetzt trinke ich noch was, wie sieht's bei dir aus? Ich tu mich kurz mal, stell Heilung her. Ich auch. Kann man das irgendwie beschleunigen hier, das hier noch, dass es schneller geht? Was? Nope. Ja, hier kann man schon ernten, theoretisch Aloe Vera, ne? Hast du da nicht genug? Wo ist denn ich hier? Ich hab jetzt gerade letzte gegessen. Aber ich hab Zeit, wenn die können wir doch was wachsen lassen, oder? Ich glaub schon, oder nicht? Sieht mir eigentlich schon aus. Da kriegen wir doch mehr raus. Dann kriegen wir auch wieder Samen raus, denke ich, wenn die Größe ist. Ich glaub, so kriegen wir jetzt keinen Samen oder so. Kann sein. So, ich habe jetzt fast eine komplette Knochenrüstung. Oh. Was? Das muss ich vielleicht noch anlegen, ich Idiot. Tragen. Ich habe jetzt 4 Rüstung. Gut, das reicht jetzt erstmal. Ich will losgehen. Ich will nicht die ganze Zeit hier rumeiern. Das ist mir. Wir locken die immer bloß wieder hierher. Wir müssen weit nicht darüber. Das sind die doch. Hier ist keiner. Hier war gerade einer, zwei. Ich habe nur gerade. Oh mein Gott. Alter. Hast du einen reingebracht? Gut, ich nehme auch noch mal einen mit. Da du mir die ganzen Beine weg isst, muss ich dann nochmal welche dranhängen. Und ich meine, ich bin jetzt der immer die Beine isst. Ich meine, du kannst es ja anscheinend nicht. Du bist halt einfach der Normale von uns beiden. Ich würde halt echt gerne können, ne? Nee, du brauchst meine Beine nicht, die gehören mir. Musst du, wenn frisch. Du was essen willst, musst du... Da steht frisch, dann ist es getrocknet, ist Bein frisch, oder? Das ist doch dann... Na, ich hab's aber auch, ja, eigentlich schon. Das kriegt ja doch übel viel Hunger, Alter. Das bringt irgendwie 400 Kalorien. Nee, 600 bei mir da. Echt? Warte mal. Oh, das war's falsch. Hase bringt 600 auch. Ja, stimmt, 600. Ja, der Hase, der ist ja schwer zu töten. Du musst ja richtig gute Bogenskills zeigen.
können wir demnächst wieder Stoff holen. Den nächsten Knochen kriegst du. Aber dann müssen wir definitiv los. Na komm, scheißegal, lass einfach mitgehen. Nee, wenn die Knochen, wenn du nicht mitnimmst, sind die weg, so habt ihr. So. Das ist das Problem, die vor uns die ganzen Leichen mit draufgehauen haben, ne, für die Knochen. Weißt du noch? Ja, ja, ich weiß schon. Die sind alle despawned. Wo waren lang? Na lang. Einmal mal loslaufen. Nimm Steine, Stoffen, alles mit, damit wir uns vielleicht notfalls was bauen können. Wir werden jetzt definitiv erstmal kurz hier wegbleiben. Ja, gar nicht mehr so lange in der Folge, ne? Ach, nicht mehr lange, reicht aus. Ich sage also, wir können echt nicht hier bleiben. Ich glaube, wir locken immer mehr an. Deswegen denke ich, dass wir einfach mal abhauen sollten. Mal gucken, ob wir uns irgendwo anders mal kurz einnisten. Wirklich nur kurz. Keine guten Bären, wo bist denn du? Das ist komplett in die andere Richtung. Gefressen. Ja, das war sicherlich lecker. Was? Ja, ein bisschen Wasser gebracht. Da kommt einer bei mir. Zwei. Ich versuch die zu ignorieren. Ignorier die einfach. Komm weiter. Wenn wir ständig kämpfen, kommen wir nicht voran. Die haben wohl den See, der so schwarz ist, dass ich nicht sehen kann. Da muss schon nach hinten gucken. Sonst kommen die näher. Die folgen uns, glaube ich, nicht. Doch, doch. Noch kein Bock. Sicher? Ja. Hier sind sie auf jeden Fall hinterher gerannt, wo du die ganze Zeit weggeguckt hast. Wenn wir zurückkommen, ist die Basis weg. Das war äußerst unpraktisch. Ja, man weiß. Das hat sie was zerstören, wo kein Spieler drin ist. Wer weiß. Hier haben wir einen See, warte mal. Gibst du mir kurz Deckung? Ich suche Fische. Ja, guck mal, hier sind ganz viele. Wir sind jetzt ganz durch. Ey, zu Nummer 1. Du machst das so schwer, Alter. Was? Guck mal, das noch. Aua! Du musst sie mit dem Speer machen. Ja, ich glaube, hier geht auch so, Alter. Ich hab die gerade alle aufgehoben. Ich hab gerade zwei Fische gefangen. Ja. So, hier Topf mitnehmen. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, aber naja. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn wir das nächste Mal hier wach werden. Wo ich kann eigentlich eh nichts mehr mitnehmen. Keine Äste. Ich bin relativ voll. Na, gucken wir mal, wie wir rauskommen. Ich bin auch jetzt schon voll mit Stöcken, glaube ich. Ich hack's halt noch einen Baum um und du hebst noch was auf, wenn möglich. Kannst ja im Gehen machen. Ups. Ja, bin voll. Okay. Deine bin doch voll. Was ist denn hier unten? Nee, sieht mir nicht aus. Das ist ein Bambi, warte mal. Hab ja einen Bogen. Wollen wir das surrounden? Warte, nein, nichts machen. Das hast du weggelockt. Ich hab's nicht gesehen, dass du was ist, Mann. Nicht gesehen, dass neben mir ist. Ich hab gesagt, bleib stehen, ich hätte es gekillt. Da vorne ist es doch noch, stehen geblieben schon wieder. Ah, ich renne jetzt nicht hinterher. Und ist ganz da noch hier. Ist ja weiter gerannt. Ey, vor mir jetzt hier. Ich seh ich gar nicht mehr. Tu einfach eine Namensanzeige. Wenn du dich hinhockst, zieh ich deinen Namen nicht mehr. Oh. Egal, bin da. Das muss ich treffen. Ach, du bist. Warte, ich renne. Na, nicht. Hä? Du bist einmal wieder eins gespawnt, ne? Lol. Warte mal. Nicht hinterher. Oh, okay. Na, dann schlag nochmal. Nochmal. Ist es tot? Ja. Nimm mit. Obwohl, nimm ich es halt mit. Auf jeden Fall. Haben wir uns jetzt beide gelootet? Ja, geht ja. Du hast meine Mama getötet. Ah, du hast bekommen, okay, dann am Sonntag bekommen.
Du hast ja meinen Pfeil, oder nicht? Oh, lol. Ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Aber theoretisch ist Zeit vorbei. Ja, wo weiß ich. Jetzt lang? Du siehst mich doch. Ich bin nicht geduckt. Oh, wir haben das Loch wiedergefunden. Wiedergefunden? Schaff, wir haben es noch gar nicht gefunden gehabt. Ja, aber ich. Ach so. Nur würde ich sagen, mit dem Ausblick endet die Folge von The Forest. In der nächsten gehen wir dann weiter mal in die Richtung. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Aber vielleicht andere Sachen finden. Geh da nicht runter. Wenn du stirbst, ich kann dich da nicht rausholen. Also wie gesagt, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.